Dresden 1970. Der Zeitgeist feiert eine sozialistische Großstadt mit einem besonderen Faible für Musik, Kunst und Kultur. Als Stadt der DDR-Kunstausstellungen, einer Kunsthochschule und der Gemäldegalerie Alter Meister spielen die bildenden Künste eine besondere Rolle. Vielleicht wie nirgendwo sonst in der DDR. Auch für Ralf Winkler spielt Kunst die entscheidende Rolle im Leben. Der 1939 in Dresden geborene ist der vielleicht berühmteste Autodidakt der DDR. Ein mehrfach Begabter, der ohne Berufsabschluss oder Studium keine Chance hat, seine Begabung auszuleben. Trotzdem findet er Wege, seine Kunst im Westen auszustellen. Als A.R. Penck macht er Karriere und wird sogar weltbekannt, bis er 1980 zur Ausreise gezwungen wird. Benjamin Katz hütet einen wahren Bilderschatz. Eine 500.000 Negative, etwa 20.000 Fotos, alleine von Penck. Und der Kölner Fotograf erinnert sich, was man erzählte, bevor Ralf Winkler in den Westen kam. Und es war immer so ein Geheimnis, er war ein Phantom. Es war verschiedene Legende, man sagte, es gibt keinen Penck. Und manche meinten, wahrscheinlich sein Galerist, der Michael Werder, der die Bilder selbst heimlich malt und sich erinnert. Es gab diese Legende. Und dann, er war praktisch in allem Munde, diese Bilder. Und es verkauft sich gut. Mit 36 Einzelausstellungen zählte Penck zu den Hoffnungsträgern einer neuen Malerei, die als die jungen Wilden Kunstgeschichte schreiben sollte. Ja, ich habe schon scherzhaft gesagt, vielleicht die wilden Alten, denn so jung sind wir nicht mehr. Obwohl er erst seit kurzer Zeit im Westen lebt, arbeitet er schon wieder an riesigen Formaten. Also das war eine sehr aufregende Geschichte mit riesigen Leitern und Baugerüste, wo er das schob. Das ist der Anfang des Bildes. Das ist ein Potenzial, sein Potenz, ne? Also ein ungeheuer Gemälde. Also wie der Klein verschwindet dann dieses Bild. Es gibt auch Bilder, wo er auf der Größe also verschwindet. Das ist Wahnsinn. Wie kein zweiter hat der Fotograf Pencks Weg an die Spitze des Kunstmarktes dokumentiert. Doch gehen wir zurück zum Anfang, als der Künstler noch Ralf Winkler hieß und vor allem ganz anders malte. Das Bild ist von 1959 in einem gemeinsamen Atelier auf der Löbauer Straße gemalt. Und der Ralf hat uns das gegeben für unsere neue Wohnung in der Dresdner Neustadt. Dargestellt ist seine Schwester und seine Mutter. Vorbilder kenne ich nur beim Ralf aus dieser Zeit mit dem Rembrandt-Konzept, wo er lustigerweise auch immer betonte, Rembrandt verbessern. Dieses Bild war der Höhepunkt für mich von dieser alten Malerei vom Ralf. Es quatscht, wenn man alt sagt, aber er hat ja später was anderes gemacht. Und heute wird das ja als die alten Bilder gehandelt. Peter Makulis ist der älteste Freund Winklers und der Chronist seines künstlerischen Beginns. Kennengelernt haben sie sich 1953. Steinmetz-Lehrling der eine, angehender Werbegrafiker der andere. 4 Jahre später dann das erste gemeinsame Atelier. Und wir waren ja auch ein Niemand, ein Nichts. Nicht? 57, ne, da war der Ralf war 18 und ich 21. Ne, und lebten von irgendwas. Und wir waren glücklich, dass uns der Verwalter dieses Atelier vermietet hat. Da hat es reingeregnet, der Fußboden war verfault, da waren große Löcher drin und wir waren vollkommen überzeugt, dass wir was Gutes machen und Erfolg haben werden.
Ich war ja begeistert von seiner Malerei im traditionellen Sinne. Und plötzlich waren da mit quasi schwarz-weiß auf einer großen Tafel nur noch Zeichen und Strichmännern. Und das hatte für mich mit Malerei nicht so viel zu tun. Es sind keine Abwege, die dann ins Nichts verschwinden, sondern alles Neue wurde plötzlich was Größeres oder so, was mit mir und meinem Befinden zu den Dingen gar nichts zu tun hat. Ne? So weit habe ich auch gedacht, dass da was Neues und was ganz Verrücktes entsteht. Peter Markulis hat die damalige Situation festgehalten. Einige dieser frühen Werke sind in der Städtischen Galerie in Dresden verwahrt. Darunter ein Werk aus der kubistischen Phase. Ich kenne es als Anti-Kälte-Bild, was so eine Blechkanne ist, die er nach Erzählung von Schweinebaden in seinem Atelier gehabt hat. Es war klirrend kalt und Penck hat da so einen alten Kanonenofen gemalt, um sich aufzuwärmen. Es glüht ja vor sich hin und deswegen heißt es auch Anti-Kälte-Bild. Ja. Hat er seiner Mutter gesagt, ich muss nicht in die Schule gehen, ich wäre Maler. Mhm. So, und dann hat er gesagt, okay, wenn ich hier nicht studieren darf, nehme ich mir, ganz unbescheiden, wie er ja war, die größten Meister der Kunstgeschichte, Picasso und Rembrandt, und das sind das meine Meister. Und dann gibt es ja diese Picasso-Dekonstruktion und diese Rembrandt-Dekonstruktion. So ja, klar. Ich wollte Rembrandt mit Picasso besiegen. Das ist Stalinzeit und ist ein Reflex auf die Nach-Stalin-Ära. Unterbau, Überbau, das spielt ja bei ihm immer eine Rolle. Ne? Der Unterbau trägt den Überbau und in dem Moment, wo eine Götze gestürzt wird, wird durchgetragen durch den Unterbau das nächste Bild, die nächste Götze schon wieder ins Rennen geschickt. Und dann auch immer mit dieser Konstellation, glaube ich, die Systembilder Ost-West, spannend. Der eigentliche Durchbruch passiert wirklich wie so ein kunsthistorisches Wunder oder wie so ein Fall vom Himmel. 1961 entwickelt also Penck diese Strichmännchen-Ästhetik, diese Kommunikationskunst, diese reduzierten Formen in dem Weltbild, wo er sozusagen in die Reduktion explodiert. Ralf Winklers Bildwelten sind abstrakt und realistisch zugleich. Immer geht es um ganz große Themen wie das Gleichgewicht der Kräfte. Doch sind das wirklich Strichmännchen? Na, das sind ja eben so archetypische Reduktionen, damit nicht das Individuelle einer Figur sie so klein macht, dass sie gar nicht so in solche großen politischen oder weltbildhaften Dinge beschreiben könnte. Das ist eine Reduktion eines ganz reichen Seins, nicht ein Strichmännchen. Für Ralf Winkler erfordern die geschichtlichen Ereignisse einen völlig neuen Ausdruck. Besonders als am 13. August 1961 über Nacht ein ganzes Land eingezäunt wird. Kurz vorher war Ralf Winkler zu Besuch in West-Berlin bei seinem Freund Georg Baselitz. Wieder in Dresden wird dem Künstler klar, welche gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Mauerbau haben wird. Ein Schock, gegen den der Künstler rebelliert. Es entstehen erste Skizzen eines Werkes, das verloren ging. Sein Titel: Das geteilte Deutschland. Vorlage für ein Wandbild in einem von Architekturstudenten genutzten Treffpunkt. Und diese Zeichnung war das einzige moderne Stück, das ich mir mitgenommen habe, weil ich die historische Bedeutung irgendwie begriffen habe. Steht ja auch drauf, aber das ist Nummer 1 von ihm. Also gab es noch mehrere Entwürfe oder Ideen, aber das war die Nummer 1. Das war von mehreren Architekturstudenten. Die hatten dort wie so einen Keller sich ein bisschen wohnlich gemacht. Die haben dort gezeichnet, Entwürfe geklebt oder gebastelt, was weiß ich. Und da war eine freie weiße Wand. Da hat der Ralf das drauf gemalt. Der Künstler vor seinem Werk.
Das Bild wurde später übermalt. 1961 mit so einem Stoff an die Öffentlichkeit zu gehen, war nicht ungefährlich. Er wollte nie Lacht-Polat machen oder so. Und die Weltbilder sind die Untersuchung des Ost-West-Konfliktes mit den Mitteln der Malerei. Also es sind moderne Historienbilder, so wurde das ja auch mal genannt. Das hat in der Zeit so niemand gemacht, weil in der Zeit hat eigentlich nicht expressionistische oder auch nur konzeptuelle Malerei regiert, sondern eben Konzeptkunst und Minimalismus, ne, also diese schamanische Kunst von Joseph Beuys, das war die Kunst dieser Zeit. Weltbild Nummer 2, eine Arbeit aus dem Jahre 1965. Begonnen hatte Ralf Winkler mit Schwarz-Weiß-Bildern, in denen er die Figuren zu Strichmännchen abstrahierte. Zur Zeichensprache verkürzt, wird hier der Zusammenprall zweier Gesellschaftssysteme geschildert. Zu einer Zeit, in der die Künstler der DDR vor allem Menschen malten, die Blumen hielten und Fähnchen schwenkten, so Penck, versuchte er, moderne Historienbilder zu entwerfen. Da kommt auch wieder das ganze Komplexe seines Arbeitens herein. Die ganzen Bilder und dann noch philosophische Begriffe rein, das steckt ja alles mit drin. Ne? Und dann noch reale Ereignisse. Absolut umgeformt in bildende Kunst. Und die ist 1962 vor allem realistisch und bieder. Eine heile sozialistische Welt, die einen Arbeiter- und Bauernstaat verherrlicht, den es so nie gegeben hat und der vor allem keine Abweichler duldet. Der Ralf, der war nicht von sich aus als Revoluzzer oder als Gegner von irgendwas. Das war nicht der Fall, ne? Der hätte gerne dabei sein wollen, aber nicht zu dem Preis, den man verlangte. Neue Wohnungen für winkende Menschen, die sich zum Sozialismus und seinem Staat bekennen. Zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR soll in Dresden ein Arbeiterpalast eingeweiht werden. Den soll ein riesiges Wandbild zieren. Dafür gibt es einen Wettbewerb. Der Titel in der Ausschreibung für das Relief war die Entwicklung der Menschheit von der Urgesellschaft zur automatischen Produktion. Hier unten das A ist gleich A, dann die Flamme, dann hier solche Schaltbilder. Das war damals so, das Nonplusultra, so wie heute, das mit der künstlichen Intelligenz. Und das ist eben der Mensch, der erklärt, wie die Gesellschaft weitergegangen ist. Auch hier wieder Bogen, Zange, Hammer, Mund, Auge und die Welt mit einem Riss. Das sollte Betonguss werden. Und hätten sie es nur genommen, dann wäre das heute was. Nur die rote Fahne will doch keiner mehr sehen. So entstand der Weg der roten Fahne. Ein monumentales Wandbild auf Betonplatten, das den Weg vom kommunistischen Manifest zur sozialistischen Menschengemeinschaft in ausdrucksstarken Szenen zeigt. Im Vordergrund die große Frauengestalt mit der roten Fahne der Arbeiterklasse, die alle Geschichtsszenen, alle 70 Bildfiguren als einigendes Band umschließt. Sie ist ruhig und voll innerer Größe. Sie spricht nicht von Vergangenem. Sie ist schon Siegerin der Geschichte, aber sie blickt weiter, nach vorn, auf die Wegstrecke, die noch zu durchmessen ist. 1969 scheint der Kampf um die Zukunft bereits entschieden, als es den USA gelingt, den Mond zu betreten. Das epochale Ereignis wird in der DDR nicht live übertragen. Da in Dresden kein Westfernsehen zu empfangen ist, wartet Ralf Winkler vergeblich auf die Bilder vom Mann auf dem Mond, den er künstlerisch schon vorweggenommen hat. Ende 1968 machte plötzlich ein gewisser A.R. Penck in der westlichen Kunstszene von sich reden. Aus 12 nicht ganz gleichen Tafeln hatte er in seinem winzigen Dresdner Atelier ein Riesenbild geschaffen und in den Westen geschmuggelt. Pencks ganz persönliches Wunsch- und Traumbild war als Dekoration für eine Party zur ersten bemannten Mondlandung im Juli 69 gedacht. Aus einem Jux sollte ernst werden.
Heute ist es eines der Hauptwerke in einer der besten Sammlungen der Welt, der des Dedelijk Museums in Amsterdam. Naja, das war keine Ausstellung, das war eine Demonstration, wo eben diese Bilder in Antwerpen, in diesem Kommunikationszentrum gezeigt wurden, um quasi auch dieses historische Ereignis zu feiern. Und wir waren alle irgendwie doch der Meinung, dass nach der Mondlandung sozusagen die Welt sich verändern würde. Das hat sich aber gar nicht so dargestellt. Und das war interessant, weil das war ein Weltbild, was ja nicht für diesen Zweck gemalt ist. Aber er fand das sehr gut, dass man das feiert. Und es war nur schade, dass er nicht kommen durfte. 1965 lernt Ralf Winkler durch Vermittlung von Georg Baselitz den Galeristen Michael Werner kennen. Der Kölner ist von Pencks Werken begeistert und hat eine Idee, wie die Bilder unbemerkt nach drüben kommen können. Ungerahmt und zusammengefaltet wie Bettwäsche werden die Leinwände in den Westen geschmuggelt und dort ausgestellt. Also er hatte seine erste Ausstellung im Westen 68 in der Galerie Hake und wird jetzt sozusagen in dieser Zeit zu einem echten Künstler. Aber es gibt eine Zeitungskritik, die heißt Traurige Bilder aus dem Alltag des Sozialismus. Und irgendjemand, der dem Künstlerverband nahesteht oder so, hat diese Kritik gelesen und hat das dann eben an die Staatssicherheit weitergeleitet, die dann ganz schnell auch gemerkt hat, das ist Ralf Winkler, A.R. Penck ist Ralf Winkler, der wohnte in Dresden. Und innerhalb von wenigen Wochen wurde er sofort überwacht, also man hat den ersten Bericht aus dem Atelier Penck geliefert. Während die Stasi Ralf Winkler auch aus dem Freundeskreis überwachen lässt, startet Penck sein eigenes Raumfahrtprogramm. Er nennt es Standard und verlegt erste Schriften in Köln. Das macht auch in Ost-Berlin die Runde. Ich habe dann gehört, dass der Werner im Westen, ein Galerist, sich sehr um seine Arbeiten bemüht und es auch schon was rübergegeben hat und auch schon eine Ausstellung hatte. Und da habe ich gesagt, ich mache sowas nicht. Ich male für die Menschen, mit denen ich lebe hier. Und das war natürlich sehr provinziell von mir, aber ich war da überzeugt, dass wir in unserer Gesellschaft uns brauchen und die Kunst, die wir zu sagen haben, weil sie sich ja auch auf den Alltag auswirkt. Im Kernforschungszentrum in Rossendorf bei Dresden existiert eine winzige Nische für jene Kunst, die der Doktrin des Bitterfelder Weges zu entkommen sucht. Auf Initiative von Eberhard Gäbler werden im Mai 1971 Werke von Achim Freyer und nicht von Ralf Winkler ausgestellt. Ein heikles Unterfangen. Abstrakte Kunst steht unter dem Generalverdacht, als westlich dekadent zu gelten. Doch die Macher gehen sogar noch einen Schritt weiter. Also von Dr. Gäbler war ja diese Ausstellung organisiert in Rossendorf und gleichzeitig hat er sie erweitert in seine Wohnung, um noch andere Künstler auszustellen. Alle kamen zu dieser Ausstellung angereist aus Berlin nach Rossendorf und von dort sind wir alle dann in die Gäbler-Wohnung gegangen und haben die Arbeiten gesehen von Ralf Winkler, Karl-Heinz Schäfer. Eine private Wohnungsausstellung zu organisieren, erforderte Mut und die Kooperation der beteiligten Künstler. Nicht so bei Ralf Winkler, der unabgesprochen mit ganz aktuellen Werken überrascht. Das Ungewöhnliche daran, die Werke wurden als Gemeinschaftsbilder im Kollektiv gemalt. Verschollen geglaubte Originalaufnahmen zeigen, wie die Bilder entstanden sind. Anfang Mai 1971 treffen sich Wolfgang Opitz, Harald Galasch und Steffen Terk, um gemeinsam mit Ralf Winkler zu experimentieren. Die Provokation dabei, die dafür angemieteten Räume gehören zum SED-Verlag Zeit im Bild im Dresdner Haus der Presse. Wir haben an jedem Montag, wo wir uns trafen, ein Bild, mindestens ein Bild. Angefangen und fertig. Nie wieder was dran. Und das bedeutet, das ist ein auf der einen Seite ein Qualitätsmerkmal, dass wir uns sehr bewusst sind, hier könnte man da noch was machen oder da ein bisschen besser. Sondern das ist die Wirklichkeit an diesem Abend und in der Gesamtheit ist sie stimmig.
Die Aktion wird zum Gründungsakt der Künstlergruppe Lücke. Ihr Programm? Ein offener Aktionsraum zur Partizipation von Künstlern und Laien. Eine Verabredung zur Kunst, die nach dem Willen der Macher immer montags stattfinden soll und bei der die Psychologie eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Wir haben ein bisschen Dinge geklärt. Format aufgespannt, wollen wir es in Segmente teilen, wie viel sind wir, wie viele Segmente. Und eben die Absprache, jeder hat in seinem Segment zu bleiben. Und dann, dass wir eine Reihenfolge festlegen oder wer will anfangen und jeder sucht sich seine, dadurch den Nachbarn schon raus. Der andere beeinflusst einen ja mit. Und das haben wir, gab es keine Vorlieben, nee, ich gehe zu dem oder was, so wie die Situation war. Und auch so eine Frage, wann war ein Bild fertig? Ganz einfach gelöst. Wenn keiner mehr was dran machen wollte. Wenn einer unzufrieden ist, kann er ja machen. Und das war manchmal, dann ging das Ganze wieder von vorn los. Weil er die Grundsituation verändert hat. Und dadurch sehen die Bilder aus, wie sie sehen. Eins ist mit Rage völlig, die wässrige, wasserlösliche Farbe als Gesamtfläche. Und das war dann Aufbruch im Frühling, weil viel Grün dabei war. Die haben ja den ganzen Tag nur über Kunst nachgedacht und geredet. Die haben es ja unglaublich ernst genommen. Und ich glaube, dass das für Penck auch wahnsinnig schwer war, dass die offizielle Kunstrichtung, auch wenn er sich vielleicht verachtet hat, aber dass man ihn gar nicht gewürdigt hat. Ne? Eine Würdigung kommt unerwartet aus der Schweiz, als der Direktor des berühmten Kupferstichkabinetts in Basel Ralf Winkler 1971 in Dresden besucht. Als ich in sein Atelier kam, war es so, dass der Boden total mit Zeichnungen belegt war. Einfach alle Blätter, die Penck benutzt hatte zum Zeichnen, wurden auf den Boden geschmissen, könnte man sagen. Man hat das Atelier nur auf den Zeichnungen gehend besuchen können. Und bei diesem Besuch hat mir besonders einen Eindruck gemacht, eine Folge von 45 Zeichnungen. Es hat sich gezeigt, dass auch immer wieder Paare entstanden sind. Zum Beispiel ein Baum mit sich verzweigenden Ästen und daneben ein Blatt, nur die Spitzen dieser Verzweigungen. Und das ergab dann in dem Buch immer wieder Kontrastpaare. Eigentlich fast jede Gegenüberstellung funktioniert fabelhaft, wie wenn er das Ganze in Paaren angelegt hätte, was aber nicht der Fall war. Und das ist ja eine Methode, die Penck entwickelt hat, dass er die Vergleiche forciert hat, dass man eigentlich trainiert im Vergleichen, dass man eine Sicherheit bekommt im Umgang mit dem gesamten Angebot von charakteristischen Formen. Penck hat die Meinung gehabt, dass man eigentlich durch eine erhöhte Sicherheit im Umgang mit Signalen geradezu ein Überlebenstraining betreibe. Und das ist nicht nur im übertragenen Sinne zu verstehen, war doch die Stasi immer präsent. Ja, das ist eine Geburtstagsfeier von mir. Der Ralf hat sich wie der alten Meister aus irgendeiner Ecke porträtiert gewissermaßen. Und hier die grauen Unbenannten, die bei jeder Geburtstagsparty verschiedener Individuen auch mal reinguckten. Die Sicherheit, Leute, ne, damit wir in Ruhe Geburtstag feiern können. Das ist ein freies Blatt vom Ralf. Mit auch seiner typischen Hände hoch, aber eben nicht zurück, sondern vorwärts geht's.
Hier steht einfach Staatssicherheit. Es war immer irgendwie einer dabei. 1972 ist Ralf Winkler erstmals in der Weltkunstausstellung in Kassel vertreten. Natürlich ohne selbst vor Ort zu sein. Es ist die erste Teilnahme eines Künstlers aus der DDR. Diese fünfte Documenta, kuratiert von Harald Seemann, ist heute berühmt. Eine kleine Ausstellung in Basel hatte die Macher auf A.R. Penck aufmerksam gemacht. Also hier haben wir unsere kleine Fotoschachtel mit Fotos. Penck 72 steht hier noch drauf. Und haben hier eine sehr, sehr, sehr schöne Jugendfotografie von A.R. Penck. Sehr nachdenklich, sehr elegisch. Sehr schön. Dann haben wir hier unsere Einladungskarte von 1972, Training mit Standard. Das kam eigentlich von Anfang an gut an, weil das war auch irgendwie eine ganz andere Bildsprache, als es damals so üblich war hier. Und dass natürlich der Künstler auch so abgeschottet leben musste, das hat natürlich auch viel berührt. Und es war ja so die Nach-68er Zeit und da war man auch politisch interessiert und von daher war ja Penck auch eben eine interessante Figur. Es ist ja interessant beim Penck, es ist nicht ablesbar, dass es politische Kunst ist. Es ist ablesbar Widerstand, die Zeichensprache, kommunikative Situation im Land, aber auch nach außen, auch gegenüber dem Kunstmarkt. Und das finde ich interessant zu dieser Zeit, 70er Jahre. Die Galerie, die seit 1968 existiert, ist eine Institution. Auch weil sich die Stampers ganz früh um Medienkunst verdient gemacht haben. Es gab eine weitere Ausstellung 1974 ebenfalls. Da haben wir auch die Filme gezeigt. Das steht hier drauf. Das war Standard, der Mensch als Computer. Seit 1968 hat Penck zusammen mit Wolfgang Opitz Filme produziert, die in ihrer Art einzigartig sind. Ausschnitte aus dem Film Standardmodell 1 Archimedes zeigen das Training im Umgang mit Formen im Raum. Und es war ja auch Action in den Filmen. Also man konnte immer gespannt sein, wie sich jetzt die Konstellationen verändern und das Einfache, das Primitive daran und doch entstanden sich wandelnde Bilder, also das hat einem schon reingezogen. Da hat man geschaut. Es war die Zeit, wo die Medien anfingen, in die Kunst Einzug zu halten, also vor allem eben Super 8 und auch 16 mm. Und da gab es aber doch nur wenige Künstler, die eben mit diesen Medien, die so multimedial unterwegs waren. Also da war Penck sicher auch ein Pionier. Für uns war das ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja in der Zeit lebten und eben dann auch die aktuellsten Tendenzen zeigen wollten. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie ich zu diesem Bild gekommen bin. Ich hatte ja mal eine ganze Anzahl, relativ viele Werke von Penck. Aber das ist sozusagen interessant für mich, weil das ist quasi Kalter Krieg. Also, Penck aus der Serie Untergrund, 72. Und einerseits ist es wirklich wie eine banale Witzzeichnung, sozusagen jemanden Knacki, der die Monate absitzt und Striche macht. Auf der anderen Seite sieht man eben hier diese Panzer und ich denke, das ist sozusagen Sinnbild für Warschauer Pakt, NATO, also sozusagen eine Konfrontation, die 68, 69 Russen marschieren in Prag ein, bei uns ist Studentenrevolte,
wo also eine Konfrontation stattfindet, die ja vorher auch so wie ein ungewöhnliches Gleichgewicht geschaffen hat. Und plötzlich alles geht in Bewegung. Alles so. Und insofern ist es auch kein Meisterwerk, aber es ist typisch sozusagen für den Zeitgeist. Ja? Es ging ihm immer sozusagen um Information und nicht sozusagen um Malerei oder also nicht um künstlerische Dinge, obwohl er sich selber wohl sehr wohl als Künstler verstanden hat. Ja? Da gab es eine große Radikalität. Dieser Film entstand als direkte Antwort auf Ralf Winklers Erlebnisse als Reservist der Nationalen Volksarmee. 1973 war der Ausgemusterte überraschend einberufen worden. Eine Idee der Staatssicherheit, um die Arbeit der Künstlergruppe Lücke zu zersetzen. Penck benutzt das Erlebte, um künstlerisch auf das System einzuwirken und erarbeitet einen Vorschlag zur Verbesserung der Militärästhetik der NVA. Das ist ein Modell, so wie sich Penck dann doch das Militär in einer anderen Ästhetik vorgestellt hat. So, Vorsicht. Ja. Und auch hier ist es so eine Mischung, man weiß eben nie, ob er das wirklich, wie ernst er das gemeint hat. Hier haben wir jetzt noch einen robbenden Krieger dazu. Kunst als Mittel zur Veränderung der Wirklichkeit. Für Ralf Winkler ist Kunst die alleinige Realität. Und obwohl die Freiheit der Kunst nicht gewährleistet ist, nimmt er sich diese Freiheit heraus. In großen Zyklen arbeitet sich der Künstler am Erlebten ab. Die Werke tragen Titel wie Lagerblues oder Die Geburt des Faschismus. Winkler schlägt den ganz großen Bogen und nennt sich dafür nochmals in Mike Hammer um. Eine Detektivfigur aus einem amerikanischen Groschenroman. Er hat es mal so formuliert, Mike Hammer löst Penck-Detektivaufgaben oder so. Also er hat dann, Penck ist ja schon ein Konzept, nicht nur ein Pseudonym, sondern ein Konzept. Jemand, der sich mit Informationsschichten beschäftigt, wie ein Geologe, ne? Und dann hat er ein weiteres Pseudonym erfunden, Mike Hammer, der sich mit diesen Konzepten des Konzeptes befasst. Er nahm alles als Input, ja, und baute seine Weltbilder damit zusammen. Weil er war einfach nicht Künstler im Sinne von Dekorateur oder von schönen Bildchenhersteller, sondern er war einer, der eine Mitteilung hatte. 1976 in Budapest. Pencks Kommentar zu den Ereignissen 20 Jahre zuvor. Es ist das erste Mal, dass er im Ostblock ausstellen wird. Zusammen mit Peter Graf und Volker Henze in einem Jugendclub. Spätestens da habe ich begriffen, dass da also etwas passiert, was ich gar nicht ahnte. Also zu dieser Ausstellungseröffnung in Budapest. Da gingen die Türen auf und da rannten ein Haufen von jungen Menschen da in diesen Ausstellungsraum. Und die interessierten sich überhaupt nicht für das, was ich da ausgestellt habe. Also was Peter Graf an Zeichnungen zeigte, was ich da hatte. Das interessierte sich überhaupt nicht. Sondern nur Penck, seine Arbeiten, die wir überhaupt nicht verstanden. Peter Graf und ich, wir waren so ein bisschen ratlos mit der T-Serie. Das ist mittlerweile eine ganz berühmte Arbeit von ihm. Wir haben dann immer gesagt, Mensch Ralf, du kannst es doch nicht so an der Wand gelehnt stehen lassen. Du musst es so schön aufhängen. Nein, nein, das bleibt so. Und dann machte er sofort eine große Papierrolle auf dem Fußboden. Da wurden die Gemeinschaftsbilder gezeichnet mit den Besuchern der Ausstellung. Dann realisierte ich erst mal, dass die ihn einfach schon kannten als Größe im Kunstmarkt, im internationalen Kunstgeschehen. Im Osten leben und im Westen verkaufen, das ist komfortabel, erfordert aber immer neue Ideen.
Das kam jetzt nicht nur aus der puren Freude am Machen, die war auch da, aber das war immer letztendlich eine Untersuchung zur Wahrnehmung. Für ihn war alles Zeichen der Zeit. Es war alles Zeichen von Welt. Peink war nach allen bürgerlichen Regeln der Kunst obsessionierter Künstler, der ohne diese Kunst nicht ins Bett gehen konnte. Eine Performance aus dem Jahr 1980. Der Ostberliner Galerist Jürgen Schweinebraden hat den Westberliner Videokünstler eingeladen. Titel der Aktion. Die Leute wussten ja eigentlich gar nicht, wozu sie eingeladen waren. Sie wussten, dass sie zu einer Videoperformance eingeladen waren, Karl Penck, aber nicht, dass es um Videoüberwachung geht. Ich fürchte, wenn sie das gewusst hätten, wäre die Galerie leer gewesen. Denn das Thema war zu heiß. Eben habe ich gesagt, hier, Achtung, Aufnahme. Und dann bleibt ein Bild stehen. Das ist das Bild einer Besucherin. Und das hat Penck dann total übermalt auch, mit Schwarz-Rot-Gold. Also alle sind weg. Neues Bild. Neues Leben. Das war die erste Videoperformance in der DDR. Für Ralf Winkler gibt es kaum etwas, was er noch nicht ausprobiert hat. Inzwischen ist er 40 Jahre alt. 25 Jahre lang hat er buchstäblich im DDR-Untergrund gemalt, gezeichnet und performt. Längst ist er kein Geheimtipp mehr. Aber offiziell bleibt er ein Unbekannter, ja ein Unerwünschter. Im Westen dagegen ist er eine feste Größe im Kunstbetrieb. Maler wie Jörg Immendorf bewundern ihn. Zu den politischen Malern zählt auch Jörg Immendorf, einer der interessantesten Künstler, die in Kassel vertreten sind. Das Gesellschaftspanorama, das er entwirft, ist desolat. Im Café Deutschland, so der Titel dieses monumentalen Gemäldes, versammeln sich abgerissene Gestalten zu einer trostlosen Runde. Hier gibt es keine Gespräche mehr, hier hocken ausschließlich Menschen, die düster in die Zukunft sehen. Diese Spelunke, die sich Deutschland nennt, ist ein Panoptikum der Zerstörung, ein Sinnbild versäumter Nähe. Ganz zentral die beiden Künstler, nackt im Schnee. Eine Malerfreundschaft zelebriert den Mauerfall und reicht sich die Hände über Grenzen hinweg. 1976 war Immendorf nach Ostberlin gereist, um sich mit Ralf Winkler zu treffen. Das Ergebnis ist eine schonungslose Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Die Problematik ist die Künstlerfreundschaft, die auch wiederum sehr stark zelebriert wird, theatralisch, wie ein Bühnenbild. Also diese Klamottigkeit, die ist großartig. Und das ist ein Vermächtnis natürlich auch, letztlich, wie man mit diesem Kalten Krieg umgeht und dem Schnäppchen schlägt. Ja, also da bin ich ein echter Fan. 1979 verabreden sich beide erneut für eine Aktion in Pencks Atelier in Dresden. Unter dem Titel Deutschland mal Deutschland entsteht ein ganz privater deutsch-deutscher Vertrag. Damit ist eine andere Grenze überschritten. Es spitzt sich tatsächlich Stasi-mäßig auch zu. Penck wird in einem größeren Stil dann überwacht und auch wirklich in seiner Arbeit gestört, indem man halt irgendwie sagt, so man überlegt, ihn zu verhaften wegen den Devisenverstößen, wegen Steuergeschichten. Ich habe ihn nochmal auf der Straße getroffen, da kann ich offen nicht weiter sagen. Da hat er gesagt, du weißt gar nicht, was für schlimme Dinge hier passieren. Und irgendwie muss ich mich jetzt mit irgendeinem treffen, mit dem Hohen. Und da ging es wahrscheinlich schon um Ausreiseregelung. Der Herr Vogel, der Rechtsanwalt in Berlin, der die ganzen Ausreisebesonderheiten gemacht hat, hat ihm eindeutig die Folterwerkzeuge der DDR-Mächtigen erklärt. Und Steuerhinterziehung und Devisenschmuggel und alles Mögliche, wofür es harte Strafen gab. Er hat erzählt, dass also dass es eng wird, weil er eben mit dem Geld und dem Michael Werner und so, und dass man ihn vor die Alternative gestellt hat, entweder er geht jetzt in den Knast oder geht nach dem Westen. Und er meint, in den Knast gehe ich nicht. Also war klar, irgendwann gibt es eine Ausreise. Als Penck 1980 ausgereist ist,
Er hat sich ziemlich schick gemacht hier, weiße Jacke oder helles Jacket, weißes Hemd, so sehr. Und er schaut durch dieses Victoria-Zeichen so irgendwie in die Freiheit. So deute ich das. Für Ralf Winkler soll es ein ungewollter Weg werden. Es ist nicht nur der Verlust von Freunden, Umfeld oder Inspiration. Penck fürchtet den westlichen Kunstmarkt mit seinen Regeln und Konventionen. Als er Dresden am 3. August 1980 innerhalb von 24 Stunden verlassen muss, wird es ein Übergang mit leichtem Gepäck. Seltene Filmaufnahmen zeigen den Künstler in seinem neuen Zuhause in Köln. A.R. Penck, der erste prominente Avantgarde-Künstler, der DDR, halb freiwillig, halb unfreiwillig, den Rücken kehrte. Totgeschwiegen im eigenen Land, weil er sich weigerte, ein System geistiger Unterdrückung als sozialistischer Realist zu verherrlichen, hatte der 1939 in Dresden geborene Autodidakt beachtliche Erfolge im Westen. So während der 5. Documenta und wichtiger Museumsausstellungen in Holland und in der Schweiz. Das war mein erster Wunsch, den sofort wie möglich zu begegnen. Und dann fuhr ich dann draußen in Schloss Lörsfeld. Die erste Treff haben wir uns wieder in der Küche getroffen und auf dem Tisch lagen einige Äpfel. Und die erste Aufnahme, die ich mit ihm gemacht habe, ist Ralf beim Apfelessen. Das ist ja toll. Ja, das ist, ja, guck, schön, das ist ja herrlich alles. Der weiß, was ein Fotograf will. Er wusste, Fotografie bleibt bestehen für die Zukunft. Das hat er mir immer auch gesagt. Er genießt die sogenannte neue Freiheit. Also er entdeckt praktisch die westliche Luft. Unermüdlich arbeitend entstehen einzigartige Werke. In den 80er Jahren entwickelt er sich zu einem der größten Talente seiner Generation. A.R. Penck hat dafür gesorgt, dass die Kunst politischer und die Politik künstlerischer gestaltet werden kann. Trotz des Erfolges wird er unangepasst bleiben. Wie hier, als er für eine Performance das Geschirr seines Galeristen zerschlägt. Ich glaube, Penck ist halt deswegen interessant, weil es die Dresdner Zeit gibt, aber daraus dann was ganz Großes auch mit entstanden ist. Ja? Er ist ein sozialer Bandit, ein Widerständler. Das ist eine unglaubliche Lebensgeschichte, die nur sehr wenig haben. Und gleichzeitig ist sein künstlerischer Ausdruck so kühn und so eigenständig, dass man das einfach nur bewundern kann. Und ich glaube, wenn man dieses Werk einmal erforschen wird, wird man staunen, welcher Reichtum an Sensibilität, an Beobachtungsfähigkeit, an literarischem Wissen, an einem gestalterischen, konstruktiven Denken und so weiter in diesen Werken steckt. Stimmt der Begriff der Westfrau? Was verstehen Sie darunter? Die Westfrau ist so groß, die Ostfrau ist auf der ganzen Leben leider. An der Westfrau interessiert mich vor allen Dingen ihre Gefangenschaft in der Übergangsmaschine. Diese lebendige Plastik ist eine wirkliche Darstellung dieser Übergangsmaschine, die vor allen Dingen darin besteht, dass festgehalten wird, obwohl man loslassen möchte und dass man irgendwann loslassen muss, obwohl man festhalten will.